geschichtsträchtiger Tag. Das Stadion von Ambri Piotta, die altehrwürdige Wallascha, hat ausgedient. Nach 62 Jahren steht heute das letzte Heimspiel an. Trainer Luca Cereda nimmt Abschied. Buongiorno. Questa pista negli ultimi decenni è stata scritta la storia dello sport cinese. Qualcosa di incredibile e di straordinario. Das kommt von den Menschen. Das mächtige Gotthardmassiv. Natur und Urkraft pur. Tief im Herzen der Schweiz, die Leventina. Ein schroffes Bergtal. Ein 300-Seelen-Dorf. Und ein Hockeyclub, der seine ganz eigene Geschichte schreibt: Ambri Piotta. Mit einer Fankultur, die europaweit ihresgleichen sucht. Ambri ist ein Club von den Bergen. Wir haben über 80 Jahre überlebt. Und das ist nur dank so einer Einstellung. Immer das Beste rausholen, Lösungen suchen, wie die anderen. Und das ist ein Lebensstil, ein Modo di essere. Die Aufgabe von Ambri ist, eine Identität aufrechtzuerhalten. Die Leute lieben unmögliche Sachen. Das ist eine unmögliche Sache. Deswegen machen wir es und deswegen wird es auch geschätzt. Ambri ist die Seele dieser Region. La Wallascha. Kultstätte und zweite Heimat der Tifosi. Ein sagenumwobenes Stadionrelikt. Der Verein wird 1937 gegründet. Fast 40 Jahre lang spielen die Leventiner ohne Dach über dem Kopf. Bis die Wallascha in den 70er Jahren ihren heutigen Mantel erhält. Die Bianco-Blu zelebrieren berührende Momente. Die gemeinsame Suche nach Identität verbindet. 1999 steht Ambri gegen den Erzrivalen Lugano dicht vor der Meisterpremiere. Die mitreißende Finalissima endet jedoch mit Tränen. Im gleichen Jahr hebt Ambri international ab. Der Tessiner Zwerg gewinnt gegen die russischen Giganten aus Magnitogorsk den europäischen Supercup. Die Wallascha bebt stundenlang. Si parla di Ambri, di questo club, di questa organizzazione, si accendono gli occhi, brillano e è contagioso, è qualcosa di di speciale, forse non esistono poche realtà come l'Ambri, direi in tutto il mondo. C'è uno spirito, un'emozione attorno a questo pista, questa organizzazione che è particolare e dà piacere. Nach 62 Jahren fällt heute in der Wallascha der letzte Vorhang. In Gedanken versunken betritt Sportchef Paolo Duca sein Wohnzimmer. Grazie. Piacere. Hi Duke. Come lei? Bene,
Zusammen mit Coach Luca Cereda bereitet er sich auf das letzte Heimspiel vor. Die beiden verabschieden sich damit von ihrem zweiten Zuhause. Uff. Mythos Valascia so kommt zu Ende. Es ist irgendwie traurig, oder? Es ist ein wichtiges Kapitel, wo endet, oder? Wo eine Seite, wo gekehrt wird und ein Stadion, wo wir alle zusammen unglaubliche Emotionen erlebt haben. Die Corona-Pandemie wütet wieder. Stille, Einsamkeit. Kein rauschendes Fest, keine Emotionen, stattdessen ein Geisterspiel. Trotzdem, ein paar wenige Fans sind angereist. Die Halle da ist ein sozialer Treffpunkt, der sehr wichtig für viele Leute war, oder? Und ist immer noch eigentlich. Aber eben durch die Pandemie sind die Leute also behindert vom Dacho. Ja, wir hatten natürlich immer Hoffnung gehabt. Ich habe vier Matches gesehen, die ersten vier, und nachher ist leider fertig gewesen. Und man hat sich halt wirklich darauf vorbereitet. Natürlich haben wir immer noch gehofft und irgendwie Spezialausnahmen für Ambri oder was auch immer. Ich komme seit etwa 50 Jahren hier. Und jetzt müssen wir das verlassen. Das ist klar, es ist sehr schwer. Und ich verstehe alle Fans, die natürlich den Tag quasi als tragisch empfinden. La Valascia non meritava un'ultima partita così, meritava un'ultima partita piena di spettatori che cantano, che gioiscono, che sanno che ci sarà un trasferimento. Seit 35 Jahren ist das meine zweite Heimat. Am Anfang als Zuschauer, dann als Nachwuchsspieler, dann erste Spielermannschaft, dann Nachwuchstrainer und jetzt Trainer von der ersten Mannschaft. So, es ist eigentlich ein Teil, ein großer Teil von meinem Leben. Today we have the honor to be the last guys, the last ones playing 60 minutes of hockey in this building. It's an epic rink. It's an epic historical rink. And we want to breathe again, one last time, the air and the spirit coming out from every corner of this rink. 15:45, it starts. Go out, enjoy it, boys. Allez, let's go. Das Feeling in der Valascia zu spielen, fühlst du unschlagbar, oder? Fühlst du so stark und so voll von Energie. Ist wirklich ein toller Moment und sind Momente, die im normales Leben kannst kaum leben und erwarten, oder? Und das macht eigentlich Sport so geil, oder? Es wird ein emotionales Ding hier heute Nachmittag. Und los geht's also hier mit dieser allerletzten Partie in der Valascia. Berlini, Tor! Trisconi 2:1. Am Feld das Tor 3:2 hier. Dann allerdings ist vorbei. Es heißt Adieu Ambri aus dieser Saison. Adieu Valascia. Für immer 2:3 Niederlage des HC Ambri Piotta. Der letzte Eintrag hier in diesem Buch.
Ja, heute war es schwierig. Ich und die Mannschaft wirklich gewinnen. Da haben wir nichts geschafft. Und das hat mich ein bisschen berührt. Und das hat, es war schmerzhaft ja, am Ende. Darum wollte ich einfach in den Garderobe gehen und ein bisschen meinen Frust rauslassen. Era stato molto triste alla fine perché mancava veramente la possibilità di poter gioire tutti assieme un'ultima volta lì alla Valascia e vedere i tifosi aggrappati alle ringhiere che li tenevano fuori è stato da un certo punto di vista gioioso perché si poteva condividere con qualcuno finalmente con un po' di emozioni. Dort war ein Moment, wo Paula gesagt hat, okay, haben wir verloren. Aber es ist gleich ein spezieller Moment. Und kannst du ein Lachen rausbringen? Dort habe ich wirklich gesagt, ja, er hat recht. Fünf Monate später. Der Einzug ins neue Stadion steht bevor. Die Schwermut verflüchtigt sich. Die Ambrì-Fans holen nach, was ihnen im April verwehrt worden ist. Sie verneigen sich ein letztes Mal vor der Valascia. Also ich habe ein grosses Stück von meiner Leben dort in der Valascia verbracht. Ich habe geschwitzt als junger Bub. Ich habe Emotionen erlebt. Ich habe unglaubliche Stimmung erlebt. Ja, es ist ein Kultort, wo du weißt, irgendwann müssen das abreißen oder das tut weh, oder? Und das wollte ich noch einmal zeigen meinen Kindern. Oder? Ich glaube, sie werden sich daran erinnern. Sie werden sich an diesen Tag erinnern. Venite! Dann bin ich vor die, in die alte Valascia vor die Kurve gestanden und habe meinen Namen gesungen. Dort habe ich die Emotionen im Bauch gespürt. Oder? Und dann habe ich gesagt: Uiuiui, du. Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt. Das Stadion ruht. Die Spuren des Lebens verschwinden. Der Innerschweizer Stefan Schwab fährt extra ins Tessin, um die eingeschneite Halle ein letztes Mal zu besuchen.
Im Stillen sagt er Adio und schwelgt nochmals in Erinnerungen. Ja, komisches Gefühl. Aber viele gute Erinnerungen und das Fernsehen habe ich vom von den Eltern geerbt, ja. Also vor allem vom Vater. Der Grossvater war schon da. Der hat bei der SBB in Erschfeld gearbeitet. Und da ist man natürlich auf Amberg und Match schauen. Ja. Und ich war 7, als ich das erste Mal da war. Und ganz am Anfang, da war da noch auch Kurve, Stehplatz. Und kalt war es. Es hat damals reingeschneit. Das ist ja die Tribüne, wo man, wenn es wirklich die Stimmung am Kochen war und sich quasi der Rhythmus der Fans quasi hat wirklich auf schwanken, da haben wir das gespürt. Ja. Das ist ja das Magische. Ich finde immer noch, dass nie so schön gesungen wird wie Zambri, nie die Leidenschaft so gross ist wie Zambri. Genau, und da war ein Verpflegungsstand, das war immer leise. Klein und einfach, aber bei manchen kalten Nacht hat ein Goretto Grappa also gut da. Oder ein Punsch. Ja. Unsere Sitz, das waren die Grünen. Und ja, ich habe einen super Platz gefunden. Weil wir haben. Ja, du warst unglaublich nahe an der Kurve, hast die ganze Kraft und die ganzen Emotionen von den eingefleischten Fans in der Kurve hast mitbekommen. Und was mir auch immer imponiert hat, man hat auch Niederlagen akzeptiert. Was man aber glaube ich, nicht akzeptiert ist, ist, wenn die Mannschaft nicht gekämpft hat für ihre Farben. Ja. Und ich glaube, das ist etwas Einzigartiges. Seele und das Spirito, das kommt von den Menschen. Wenn wir die gleichen bleiben, dann wird der Geist automatisch kommen. Tonight we will win with our identity.